So, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem kurzen Gartenvideo bei Nikos Pflanzenreich. Es gibt immer was, wo man sagen kann, das kann ich wieder aktualisieren, das kann ich hier festhalten für euch. Das sieht zwar jetzt alles nicht sehr, sehr interessant aus, aber was sich dahinter bewirkt, also verbirgt, ist eine ganz andere Sicht. Hier ist nämlich alles, was ich hier raufgeschmissen habe, das alles lasse ich jetzt vergehen. Und das wird dann irgendwann später hochwertiger Humus bauen wie der hier. Der ist nämlich schon fertig. Und man darf nicht vergessen, ich habe hier auch noch meinen wertvollen. Ich habe jetzt sehr viel Perlit eingearbeitet, das darf man auch nicht vergessen. Perlite ist ein hochwertiges Mittel sozusagen, um sozusagen die Humuskrümel sozusagen dazu bewegen, dass die nicht so schnell im Sommer austrocknen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und genau, also ich rede mal nicht ganz so schnell. Also was man hier sehen kann, sind abgeschnittene Dahlien. Genau, das ist nicht so wenig. Hier habe ich jetzt den zweiten Maulbeerbaum. Also ich habe zwei jetzt, einmal den hier. So sieht der Maulbeerbaum mittlerweile aus. Der verfärbt jetzt seine Blätter auch. Genau. Der Wein schmeißt jetzt auch jetzt umso schneller jetzt sein Laubwerk ab, sozusagen, wie man sehen kann, wird alles eingezogen jetzt. So, da bin ich wieder. Ich hatte kurz mal eine Plauerrunde gehabt, aber keine Sorge, ich habe dabei meine Maske auf. Ich nehme sie mal kurz ab, damit man mich besser hören kann. Also wie gesagt, der verliert jetzt hier jetzt sein Laub. Der Wein, der hat auch reichlich ist er ausgetrieben dieses Jahr. Ja, und sie hören das wahrscheinlich schon. Das ist. Ja. Ja, Notfälle über Notfälle. In Berlin, das sammelt sich, kann ich Ihnen sagen, ja. Ich will zwar nicht über das Coronavirus reden, aber das ist wirklich. Das geht wirklich an Knochen und Mark, auf Deutsch gesagt. Und deswegen, ich bin dann noch in der Klinik, bleibe weiter im Tagespatient, ohne dass ich mir irgendwelche Sorgen machen muss. Und genau, das was wir hier sehen ist sozusagen Perlit gemixt mit Pferdemist und Wurmkacke. Ja, das ist ja nichts weiter als hochwertige Wurmkacke. Ja, also sozusagen hier ist eine Menge sozusagen Startdünger dabei, die dann später helfen wird, hier das alles zu verbessern. Also es ist schon hochwertig mit viel Humus. Bestandteilen auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich nur mal sagen, hier dieser Maulbeerbaum, der ist immer noch bis heute grün und färbt seine Blätter bis jetzt noch nicht ein. Ja. Aber aufgehört mit dem Wachstum hat er auf jeden Fall, auch wenn die Knospe ist nicht so, dass nicht so aussieht, dass es so ist. Ja. Genau. Da ist das Maulbeerblatt, was ich in dem mit. So, wo war ich jetzt? Also das Maulbeerblatt ist jetzt hier in der Mitte. Das wird sie dann hoffentlich vergrößern dann im nächsten Jahr. Auf die Größe, die ich mir vorstelle. Und genau. Also so sieht es erstmal aus, wenn es jetzt im Herbst, also inmitten des Herbstes so aussieht halt. Und ich bin zufrieden erstmal, dass es soweit in Ordnung ist. Hab sie dann ein bisschen zurückgeschnitten. Wurzeln sehen relativ in Ordnung aus und relativ weiß. So, ich habe die Minzen entfernt aus zwei Punkten. Ich brauche einfach mehr Platz für anderes. Ich habe dieses hier, haben die Minzen mich wahnsinnig überholt. Also alles voller Minze war hier. Alles voll. Und das Laub lasse ich alles drin. Das kriegen die Regenwürmer, das können sie sich rausholen. Und hier eine Boudicca oder so, wie die heißt. Die habe ich auch schon kräftig zurückgeschnitten. Ich glaube, ich werde den Rest auch noch zurückschneiden davon. Weil die zieht sich sowieso bald ein. Ihre Zeit ist zu Ende. Genau. Und das hier, die Indianerbanane, die ich meine, die ist wunderschön groß geworden. Sie ist ein ganzes Stück rausgewachsen. Ja, also wirklich relativ richtig groß geworden. Also
Hier ist, sogar, hier ist noch der Rest, wäre es wärmer noch gewesen, wäre die hier weiter oben gewachsen. Die hat aber jetzt ihre Knospen verriegelt. Die Knospen sehen dann jetzt, glaube ich, so aus. Tschüssi. Also die sehen jetzt ungefähr so aus, wenn sie in Schlafstellung sind. Die kommen dann im nächsten Jahr wieder hoffentlich mit einer Kraft raus. Vielleicht baut die sogar eine Blüte irgendwo auf dann. Weil groß genug ist sie jetzt eigentlich meiner Meinung nach. Über 50 cm hat sie schon. Bin 1,88 m, also vielleicht sogar über 1 Meter ist sie schon, ja. Kann durchaus sein. Dass die irgendwann hoffentlich die ersehnten Früchte trägt. Ja. Hier ist eine Boutique, die ist gerade auch in Winterruhe. Also habe ich zurückgeschnitten, damit die sich einziehen kann. Das ist alles Abfallschnitt, den lasse ich hier drauf liegen, der kann sich in Ruhe zersetzen. Genau, das ist alles schon eigentlich am Rotten hier. Wenn die so aus, gehen sie am Rotten, dieser Rottungsprozess los. Genau. Und da kann ich nochmal wenigstens kurz zeigen. Den Stamm von ihr. Also das ist sozusagen das hier. Ist ihr Stamm und man sieht schon, dass der wirklich an Dicke zugenommen hat, auf jeden Fall. Sieht sehr, sehr gut aus. Aber hier sieht man, sie wirft tatsächlich grün ihre Blätter ab. Ja. Das ist aber ungewöhnlich, auf jeden Fall. Oder ist es von Natur aus so? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Genau, das ist schön dick hier, auf jeden Fall. Der Stamm ist wirklich schön dick geworden. Welche Kraft. Also sozusagen, also man sieht hier, das kann ich dir nochmal zeigen, das könnten entweder tatsächlich Sommerabschnitte gewesen sein oder was auch immer, was den großen Maulbeerbaum hier ereilt hat, weil es sieht aus wie, naja, dass der doch Wassermangel hatte und jetzt wahrscheinlich seine Wurzel noch tiefer in den Boden senkt, als er jetzt schon ist. Das ist so zumindest das, was er erreichen wird wahrscheinlich, weil er hat ja diese sehr kräftig zugelegt, sogar Masse. Genau, also das sieht alles schon mal. Also er färbt tatsächlich diese Blätter ein. Also sie werden tatsächlich. Das Chlorophyll wird hier rausgenommen und woanders dann reingesteckt. Die Power, ja. Ja, das ist ordentlich. Also die Blätter nehme ich auf jeden Fall. Die kann er sehr gerne abschmeißen. Da habe ich wenigstens einen Haufen neue Erde sozusagen, die ich entwickelt. Also ich kann alles anfangen, was hier runterliegt. Und hier ist sozusagen der Komposter, der wirklich eine Menge Kompostwürmer enthält. Also es ist wirklich schon sehr weit. Das Stroh ist schon gut in der Zersetzung. Genau. Also besser kann es gar nicht laufen im Moment. Und trotzdem fühle ich mich ja nicht glücklich sozusagen, man ist, fühlt sich trotzdem nicht vereint. Es ist ein schwieriger Prozess, den ich weiter beobachten muss, um Frau Neumann, also und dann den Ärzten zu zeigen, also was ich dann als nächstes mache sozusagen. Ja. Weil ich habe im Moment keinen Plan für die Zukunft, das ist immer so ärgerlich. Ich glaube, ich werde irgendwann wieder ein Video dazu geben, aber im Moment, ich bin gerade tief in der Krise drin, kann ich das im Moment gerade nicht. Und genau, wir sehen uns dann und bleibt weiter bitte gesund in dieser Corona-Zeit. Euer Nikos Pflanzenreich. Tschüssi.